Was beim Opernball üblich ist, ist heuer am Liveball auch zum ersten Mal mehr oder weniger die erfolgreiche Wirtschaft trifft die allerhöchste Politik. Neben mir die Generaldirektorin von Wüstner, Dr. Susanne Riss, guten Abend, GEV, und der Kommissar für europäische Erweiterungsfragen und Nachbarschaftspolitik, Dr. Gio Hahn. Der Titel stimmt? Stimmt. Und schönen Abend. Guten Abend. Frau Dopp, ich fange bei Ihnen an. Sie sind eine Mehrfach-Täterin, Sie waren schon am Liveball. Das ist aber kein Marketingwunsch von Ihnen, sondern ich nehme an, persönliche Überzeugung. Ja, das ist persönliche Überzeugung, weil ich glaube, dass hier eine Botschaft transportiert wird, die für uns alle wichtig ist, nicht nur in Österreich, sondern weit über die Welt hinaus. Und der Liveball ist ein Transmitter, um eine Botschaft in die ganze Welt zu strahlen. Und das hat er vielfach bewiesen. Sie sind ja auch Expertin in Sachen Versicherungen. Ihr Unternehmen hat eine Versicherung für Krebsvorsorge. Wird es einmal auch eine Versicherung geben für HIV-Vorsorge? Ist das vorstellbar? Das ist absolut vorstellbar und wir arbeiten auch daran, weil wir glauben, dass das ein Thema ist, dass man nicht einfach beiseite legen kann. Und ich glaube, dass das nicht mehr lange dauern wird. Und vielleicht beim nächsten Liveball kann ich hier sein und eine gute Botschaft verkünden. Herr Kommissar, Herr Dr. Hahn, im Osten Europas schaut es nicht so gut aus für HIV-Tests, für HIV-Schutz. Wirft sich da die EU auch hinein? Das ist ja mehr oder weniger fast ein bisschen Ihr Thema, ne? Ja, wir behandeln das vor allen Dingen mit jenen Ländern, die zukünftig Mitglied in der Union werden wollen. Also im Zuge der Beitrittsverhandlungen sind das Themen, die angesprochen werden und auch in einer aus unserer Warte befriedigstellenden Art und Weise zu lösen sind. Dann wünsche ich Ihnen dazu alles Gute, gute Unterhaltung und so lächelnd habe ich Sie noch nie gesehen, ich weiß warum, ohne Krawatte. So ist es, man genießt es, ja. Im wahrsten Sinne des Wortes, wir sind befreit. Gnädige Frau Doktor, schönen Abend, Dankeschön.